So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Astronia. Gemeinsam mit German Let's Play werden wir heute ins All starten. Viel Spaß! Es ist ganz schön tief. Nein, warum ist da ein Loch gewesen? Tot? Nein! Oh! Aber ich werde ersticken. Bring an die Wand und böller deinen Teil hin, deine Verbindung. Das schaffst du. Sogar so hoch, dass ich nicht mal hochbauen kann. Ich versuche einfach schnell eine Brücke hochzubauen, die ich hochlaufen kann. In den Berg reinzugraben ist echt nervig. Gottes Willen. Und hier ist eine Höhle in dem Berg. Junge, ich habe keine Zeit für deine Höhle, ich ersticke. komm her, wenn du tot bist. Rette mich. Ja, schaffe ich bestimmt noch. Ja. Höher. Oh, Luft. Oh Gott, ist wild, ich hab's geschafft. Du lebst? Oh. Okay. Oh, ist hier viel unten. Also Harz zumindest. Ja, Harz brauchst du mitnehmen, ey. Da schwimmen wir gleich drin. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich wieder hochkomme. Aber ich habe eine Verbindung nach oben gebaut. Ein Jetpack wäre lustig. Ja, gibt's bestimmt. Ganz bestimmt. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen was zum Forschen. Oh, ein Harzparadies. Oh, guck mal, das sind alle 50 wert hier unten. Wir sind richtig viele. Ist schön. 60, ui. Ja, jetzt haben wir schon 1500. Nice. So, Harz hat mal genug, hast du gemeint? Ja, je nachdem, was du für genug hältst. Oh, da vorne ist irgendwas. Wie viel brauchst du denn für das, was du vorhast? Hm, nur so ein Kackding. Was haben wir vor? Achso, nee, das brauchen wir nur für alle Plattformen, die wir jeweils bauen werden. Also viel brauchen wir allgemein so oder so. Ja, okay, dann nimm deine auch mit. Wenn du meinst, dass es immer gebraucht wird. Ich würde gerne erstmal ein bisschen Glas finden. Ach, Glas braucht keiner. Nee, nur wir für alles. Ey, der Wagen, der kann ja gar nichts. Jetzt fahr doch mal. Nicht Wagen, Senpai Flame. Ja, der fährt ja nur 2 km/h. Ja, aber er gibt sich Mühe. Hallo, warum ist das Glas hier unten so selten? Ist ja richtig ätzend. Hätten wir nicht schon einmal Glas gehabt, würde ich jetzt sagen, es gibt hier unten gar kein Glas. Ja, ich glaube, beim ersten Mal haben wir echt einiges da gefunden, ne? Ja, ja. Ja, direkt so eine Quelle. So, was haben wir denn hier alles? Sind ja auf jeden Fall 1000 Maschinen und alles. Vielleicht kann ich ja hier einfach ein bisschen was plündern. Verpacker. Mal gucken, wir haben einen Verpacker gefunden. Was ist das? Oh, hier ist so ein Mutantenpilz-Forschungsobjekt. Ja, schieb rein. Gut, ich habe nichts, wo ich reinschieben kann, aber ich kann es mitnehmen, wenn du willst. Ich will keine Pilze, ich will... Oh, eine kleine Batterie. Cool. Ach, lass ich hier keinen. Komm wieder hoch. Nimm den Pilz mit. Also hier unten haben wir auf jeden Fall alles an Material außer Glas. Und zwar in Massen. Also im Endeffekt bin ich schon Harzenttäuschung. So viel habe ich da nicht mehr bekommen. Also in der Basis liegt einiges, aber ich habe jetzt nur noch 3 oder 4 dabei. 4. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Danke. Ach so, ja. Ich muss ja noch nach oben kommen. Ups. Bist schon tot? Nee, ich habe hier keine Gefahr. Huch, du bist gerade bei mir neben mir durch die Welt gefallen. Hä? Also, ich bin ziemlich sicher, dass da gerade irgendwas neben mir runtergefallen ist. Sah aus wie ein Männchen. Einbildung. Oder, Bombay. Ach, das war vielleicht Staub. Warte, hast du gerade Staub mit einem Menschen verwechselt? Nein, ich habe Staub mit dir verwechselt. Wow. Ich habe gerade meine... Vorsichtig. Jeder Schritt muss durchdacht sein. Oh, meine Sauerstoffverbindung nach oben hatte ich gerade kurz gekappt. Warum machst du das immer? Ja, ich muss hier gerade nach oben graben, aber da oben steht auch die Sauerstoffding und die ist runtergeplumpst. War keine Absicht. Genauso wenig wie dieser 360, den ich da gemacht habe. So. Ja,
Aber hier so rechts rein. No. So, oh, nice. So. So. Aha. Ich habe einen Weg gebaut. Oder sowas. Alter. Warum ruckelt es jetzt hier bei mir? Machst du irgendwas gerade? Ich sterbe gerade. Das ist so mein Jam. Das ist doch nicht wahr, das ist jetzt nicht mein Tod. Schon wieder! Ein halber Meter vor der Base. Ich hasse mein Leben. Ja, ist er erstickt. So, ich komme mit dem Superpilz. Ich habe eine Brücke nach oben gebaut. Oder sowas in der Art. Mein Leben. Ja, aber da. Wenigstens vor der Base, weißt du, kommst du direkt an alles ran. Oh, Gottes Willen, Hilfe, Hilfe! Warum ist diese Höhle so komisch gebaut? Hättest du echt schöner bauen können, Manu. Ja, genau, meine Schuld wieder. Ja, auf jeden Fall, welchen sonst? Wombase. Ja, stimmt, der macht gar nichts. Na, chillt die ganze Zeit. Irgendwann hat er das Spiel durch und nichts getan dafür. Wieso liegst du eigentlich seinen Namen? Weißt du? Nicht? Der hat so einen schönen Namen. Dann liegst du den einfach. Wolltest du den vielleicht noch woanders verwenden? Ja, im Drittkanal. So, hallo. Ich habe einen mächtigen Weltraumpilz dabei. Sieh ihn dir an. Hä? Ein Weltraumpilz. Bist du für ein Ekelhafter? Den habe ich gefunden. Da bin ich mal gespannt, was der bringt. Wahrscheinlich so eins. Oh, aber da sind ja schon überall Dinger drin. Ich kann den gar nicht reinpacken. Muss ja, mach halt noch einen. Platz haben wir dafür. Wir müssen nur einfach nur diese Windturbinen einfach woanders draufstecken. Da, jetzt haben wir schon Platz frei. Das ganze Harz hier. Ja, nicht gut. Wir müssen nur mal eben gucken, wo der Wagen geblieben ist. Ja. Forschungskammer 3 wird gedruckt. Sammeln wir mal ein bisschen mehr Erde. Dann haben wir genug für unseren Treibstoff. Dann können wir können eigentlich ja schon woanders hinfliegen, theoretisch. Nein! Ich habe darauf vertraut, den Wagen zu finden. Und werde deswegen verloren? Jetzt sterben. Ja, ja. Hilfe, Hilfe, ich bin neben dir. Bitte! Dumme! Was soll ich machen? Alle Jahre! Seh dich nicht mal. Will ich wenigstens sterben sehen? Ah. Nein, nein, nein. Cool. Gib's auf Kamera. Ja. Ich sollte Luft holen. Jetzt auch. Nee, nee, er atmet erst schwer. Ey. Ich hab alles. Okay, ich habe 2 volle Kanister. Kann ich wieder einen Manu erschaffen? Ja, ich habe auch einen voll. Blup. So, dann haben wir da unsere 3. Forschungskammer. Weil wir ja nicht so schon Stromprobleme haben. Und da kommt der Superpilz rein. Wenn ich treffe. Superpilz? 540. 504? Ui. Ja. Wenigstens ein bisschen mehr auf so einem letzten Planeten. Wahrscheinlich 10.000, aber so ein Ding. Ja. Ja, wofür brauchen wir die ganzen Punkte? Na gut, es gibt ja welche, die 10.000 kosten. Man kann aber jetzt immer was leer gehen. Achso, du hättest übrigens nicht alles hier auf den Boden werfen müssen, ne? Wir haben hier 2-3 Lagerabtische, wo aber nur Platz ist. Ja, warte, ich helf dir. So, und da haben wir wieder eins davon und dann brauchen wir ein Aluminium. Ich hol Erde. Und dann machen wir dir auch eine Schubdüse. Och ja. So, genau, gut, was ist das Ding? Wofür? Wir haben doch schon beide fertig. Brauchen wir keine Erde mehr. Nicht noch was? Was ist denn mit dem Atemding, was ich wollte? Glas. Das ist das Einzige, was ich in der Höhle nicht gefunden habe. Toll. Ja. So, deine Schubdüse ist auch fertig. Ja, dann brauchen wir den Wagen ja erstmal nicht mehr, ne? Deine Schubdüse jetzt dran? Nein, ich habe deine Schubdüse ins Seitenfach gepackt. Nicht so gut. Was ich mich frage, wenn wir jetzt auf anderen Planeten sind, arbeitet das hier da noch weiter? Müsste eigentlich. Also ich meine, Wombay ist ja hier. Stimmt. Der lässt den Planeten geladen. Das ist unser Cheater. Ja, und dann kannst du mal in den Laptop gehen und hier wieder Sachen reinstopfen. Kann ich, theoretisch. Ja, warte, guck mal. Er lebt! Wombay! Da ist er! Da ist er! Er läuft da rum. Gibt's hier einen Chat? Nee, oh. Ups. Away, 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 away. Na, Bombay muss aber gehen, sonst kann ich nicht weg. So. Bombay wurde wieder weggepackt. Da war einer. Tommy, da war einer gerade. Ich war nicht da, ich habe nichts mitbekommen.
weiß nicht, wovon du sprichst. Oh, was habt ihr denn gemacht? Oh, eins ist fertig. Ja, noch mehr Energie verschwenden. Ja. Für mehr Forschungspunkte. So. Wir haben mit 3000 Bytes haben wir. Was? Ja, ja. Wir haben ja jetzt ja auch Hochbetrieb. Ja, Sauerstofftank haben wir freigeschaltet. Tragbauer Sauerstoffmacher für 8000 können wir uns nicht leisten und haben auch nicht das Material von. Ich verbrauche mal 800. Das was klingt sehr gut. Jetzt stelle ich uns beiden her. Du kannst aber chillen und kriegst auf einmal gleich was richtig Cooles. Ja? Okay. Ja. Brauchst du noch einen Tank? Da. Erde? Brauchst du Erde? Nee. Aber hier, ein Geschenk für dich. Kannst du was auf deinem Staubsauger tun. Geländewerkzeugerweiterung, was? Ja, auf deinen Staubsauger. Ja. Okay. Und jetzt? Jetzt sollte der... Steigert Deformationstempo. Ah. Jetzt sollten wir schneller abbauen. So, das Erste, was man sich holt, wahrscheinlich. Hm. Denkst du, es deckt sich? Nee. Ich geb dir mal meinen zweiten, da. Guck mal drauf. Es hat ein Geräusch gemacht. Ja, warte, guck mal. Doch, halt mal den Kreis hin. Halt mal den Kreis hin. Du siehst da so außen rum. Guck, du hast fast zwei Kreise Abbaugeschwindigkeit. Ich habe einen Kreis und ein bisschen was. Ah. Und wenn du eins wegmachst, hast du weniger, glaube ich. Genau. Ach so, dieser Balken. Ja, warte. Das verbraucht aber auch Energie von deinem Rucksack. Sehe ich gerade. Deine Energie ist fast leer. Nee, gleich. Ach so. Der Balken ist identisch. Ja, dann gib mir eins wieder. Nee. Ja. Oh, danke. Wir sterben gerade. Aber es verbraucht unseren Strom jetzt, ja. Ah ja, aber wir benutzen unseren Strom ja für nichts. Ach, die Raketen geben Luft ab. Ja, wir sollten, glaube ich, trotzdem die Luft erforschen und mitnehmen. Sonst sind wir echt geliefert. Sauerstoffmacher erforschen. Dann wäre ich aber schon für so eine kleine... Gibt's nicht sowas? Eine Solar... Doch klar hatten wir das schon, eine kleine Solaranlage. Für uns. Sauerstoffmacher, da. Haben wir noch Kupfer? Ich stelle gerade die Sauerstoffgeräte her. Kupfer? Ja. Was war Kupfer? Licht. Kupfer. Ich glaube nicht. Aluminium. Alter, ein Staubsauger und ein zweiter Staubsauger. Dann kannst du deine Rakete packen. Okay. Welche ist mein... Oh. Das. Ja! Alter. Es okay, dreht sich. Ist so eine Schubdüse und ein Sauerstoffmacher. Ja, aber lass uns echt mal so ein Solarding machen für unser Gerät. Was meinst du mit... Für unseren Anzug. So eine kleine Solaranlage. Ach, die haben wir hier überall rumstehen. Nimm einfach eine. Okay. Aber da, wo das ganzen kleinen Sachen gelagert werden. In der Ecke. Das sind kleine Sachen. Ja, Harz und so hast du doch vorhin hingelegt. Ach so. Da ist eine Solar hier, die in der Ecke. Oder Windturbinen. Kannst du dir was aus... Ich weiß ja noch nicht, auf welchem Planeten wir gehen. Ja, also, wir können uns wahrscheinlich einen der nächsten zwei aussuchen. Gucken wir nochmal, was es gibt. De Solo und Kalidor. Ich würde eher sagen, wir gehen erstmal auf De Solo. War das Wind oder Sonne? Was war da besser? Wenig von beiden. Dann nehme ich einfach so ein Windding mit. So. Wind und Lampe. Ja, toll. Ein Arbeitslicht kannst du mir aber nicht herstellen, ne? Nee, das hast, glaube ich, auch ein Kupfer gekostet. Ja, Kupfer, genau. Deswegen hatte ich ja gerade gefragt. Ach so. Ja, das habe ich Graphit verwendet. Graphit. Ja, verdammt. Aber können wir das nicht herstellen? Kupfer durch die Erde? Ich weiß nicht mehr, woher Kupfer kommt. Warte, ich habe es mir notiert eigentlich. Nee, Kupfer habe ich nicht. Kupfer habe ich mir nicht aufgeschrieben, wo es herkommt. Vielleicht haben wir Kupfer auch nur in den Raumschiffen gefunden bisher. Kann sein, ja. So. Wollen wir mal Moment, unsere Raketen? Moment. Gehen? Nee. Wie funktioniert der? Was denn? Ja. Der Packer. Hm. Komprimiert Gegenstände zu Paketen, ja. Ja, also packt Gegenstände ein. Eindeutig, ja, aber. Du musst den Verpacker an das Objekt dran machen. Also, wenn du zum Beispiel einen Stein zum Forschen verpacken willst, damit du ihn besser mitnehmen kannst, nimm den Verpacker und setz ihn einfach mit Linksklick an den Stein. Dann leuchtet er grün und damit F. Dann das Objekt verpacken. Aha. Ja. Den kann man einfach draufkleben. Dann kann man alles einpacken, was man sieht. Ach, wie cool. Auch mich? Ja, ich packe den nämlich dann auch mit. Würden wir eine Rakete sparen? Ja, jetzt haben wir schon beide gebaut, also sparen würden wir jetzt nichts mehr. Ja, dann sollten wir auch ein bisschen was mitnehmen, ne? Dann stopfe ich mich mal voll mit... Hier Gemisch und Harz. Wir nehmen 5 Harz mit und 2 Gemische.
Ey, ganz im Ernst, durch die Maschine lohnt es sich schon gar nicht mehr hart zu farmen, sondern einfach nur Erde. Ja. Wenn man genügend Strom hat, dann ja. So, Gemisch bräuchte ich noch. Haben wir da welches? Nee. Echt nicht? Nee. Also, ja, Gemisch findet man ja auf einem neuen Planeten. Sagt das mal nicht so früh, ne? Also, man weiß ja nicht. Soll ich jetzt einfach... In das Raumschiff. Okay. German Let's Play, betreten Sie es. Hallo? Ja, einer hat's mitgenommen. So, ich komme. Ich gehe zu dir, mein Schatz. Falsches. Ach so. Aua. Hui. C okay, oder FV? Hä? Ich bin V. Oh Gott. Nein. Alter, wie wir gleichzeitig starten. Ja. Fliegen wir jetzt in Orbit und dann dürfen wir uns einen Planeten aussuchen oder was geht hier? Ja, bestimmt. Oder V bedeutet rechts und C links. Wird ihn vielleicht speichern sollen. Nee, egal. So. Ah. C starten oder V starten, ja gut. C? Ah, jetzt kommt eine Planetenwahl. Ja, guck mal, nur die Solos in der Nähe, alles andere ist ultra weit weg. Okay. Wo können wir hinfliegen maximal? Viel Sonne. Ja, lass doch den Solo nehmen, oder? Guck mal, Aatrox ist sogar richtig nah bei uns. Der stimmt. Letzte war. Ja, verstrahlter Planet. Ich klicke einfach einmal auf Kalidor, was passiert? Ich fliege hin. Oh, okay. Oh nein. Okay, dann komme ich mit, oder? Ja. Hui. Da ist viel Sonne. Ich habe ein Solarmodul. Aber warum können wir denn da hin? Eben, warum gibt es besseres Raketen? Wir können auch einfach weiterfliegen. Weißt du, ob wir Treibstoff haben? Lass einfach hier bleiben, komm. Es steht aber so Starten und Starten da. Ah ne, da sind so Kreise auf dem Planeten. Ah, ich klicke mal einen an. Ja. Welchen hast du jetzt genommen? Du siehst, glaube ich, ein Symbol gleich, sobald ich gelandet bin. Ich hoffe es zumindest. Ja, okay, du musst ja den genommen haben, anders geht's ja nicht. Oh Gott. Ich habe den in der Nähe genommen. Trockene Hitze. Ich habe keinen anderen. Direkt ein Achievement bekommen. Und wir sind getrennt. Ja, deine Kreise sind woanders als meine sind. Wow. Ja, vielleicht, weil die Planeten sich drehen? Ja, klar, aber ich dachte, die Kreise drehen sich mit. Ich kann auch nochmal in Orbit fliegen und bei dir landen. Nee. Wir bleiben jetzt einfach getrennt. Ich würde sagen, das ist besser so. Oh, lol. Hier sind einfach 10... Oh mein Gott. Direkt 4 Forschungsdinger. Ich habe 4 Stück. Forschungsparadies. Na komm, gib mir die Landepunkte. Ich sehe dich, aber ich habe keinen Landungspunkt direkt bei dir. Okay. Wir müssen also größere Raketen bauen. Sonst landen wir immer unterschiedlich. Ja. Hey, könnt ihr's all. Ich weiß zwar nicht, warum wir durchs komplette All schon können, aber... könnt ihr's all. Ich hätte mein Fahrzeug einpacken sollen. Richtig da gerade? Nee. Oder? Unbekannte Probe. Oh, 36 Wert. Was machen wir jetzt? Zombie. Weiß es nicht, ich würde schon gerne bei dir in der Nähe sein. Wir können auch wieder zurückfliegen. Und dann? Oh, hier sind überall Forschungsdinger. Ja, eben. Ich habe auch 4 Stück hier. Hui. Gibt's hier neues Erz? Gut, zwar mit ihm wieder verschwinden. Ja. Nee, dann lass zu dem Mond gehen. Zu dem Mond? Ja, die Solo, oder wie er hieß. Ach so. Auf und davon! Was bist du? Oh, ich bin jetzt im Orbit. Ja, ich habe gerade noch was abgebaut. Sah interessant aus. Oh, müssen wir das mittlere Shuttle bauen? Da fehlt uns Material für. Kann ich das Rezept nicht für starten? Okay, und jetzt die Solo. Ich bin noch nicht im All, aber ja. Ich bin abgestürzt? Nein, doch nicht. Ich dachte, irgendwas ist aus mir rausgefallen. Oh ja, bei mir ist gerade irgendwas passiert. Yay, wir wurden von irgendwas erwischt. Ja, auch ich war auch kurz verwirrt. Schubdüse benötigt. Oh. Bist du schon weggeflogen? Ja. Okay. Ich habe meine Schubdüse scheinbar verloren. Mann, ich bin gestrandet. Ich bin auch vor. Also ich bin nicht da, wo ich sein sollte. What? Schubdüse benötigt.
Ich bin gestrandet! Wir sind beide gestrandet. Ich bin bei dem Eisplaneten oder was das da ist. Okay. Also nein, ich bin nicht da, sondern in der Nähe. Was mache ich denn jetzt? Ich überlebe. Jetzt haben wir ein Solo-Let's Play scheinbar. Ja, wir können uns ja nicht... Also, ich komme ja nicht mal mehr auf den Planeten. Das Einzige, was ich tun kann, ist aussteigen. Ja, da ist eine kaputte Schubdüse. Genau. Gebrauchte Schubdüse. Alter, bist du weit weg. Hilfe. Da sind unsere zwei Abenteurer in ein schönes Schlamassel geraten. Werden sie wieder zueinander finden? Wird Zombie die Wüste überleben? Wird Manu ohne Zombie überhaupt eine Minute überleben? Dies und mehr beim nächsten Mal von Astronia.